Zuschauer und herzlich willkommen zur goldenen Hitparade nach Volksmusik, Ihrem großen Fernsehwunschkonzert. Hallo zusammen. Ja, heute zieht es uns gleich ganz hoch hinauf in die Berge. Das beliebteste Bergsteigerlied, es ist eigentlich die heimliche Nationalhymne Südtirols, der Bozener Bergsteigermarsch. Und wir begrüßen die Musikkapelle Finkenberg. Dankeschön der Musikkapelle Finkenberg aus Tirol. Ja, in Tirol, das ist ja der Landstrich, in dem es die meisten Blaskapellen gibt. Und man sagt zu Recht, in Tirol gibt es in jedem Dorf eine Kirche, ein Gasthaus und zwei Blaskapellen. Diese Burschen kommen nun aus Finkenberg und damit kann ich gleich einen Musikhinweis für alle Volksmusikfreunde verbinden. Am 14.8. gibt es in Finkenberg wieder das große Open-Air-Konzert mit den Zillertaler Schürzenjägern. Also, wenn Sie nichts vorhaben, dorthin fahren. Für meine Menge Stimmung dort. Was, liebe Zuschauer, wären wir ohne so nette Burschen zum Beispiel, aber was wären wir ohne Touristen? Die Biergärten hätten wir ganz für uns alleine, in den Bergen wäre es auch viel ruhiger. Und den Mythos vom Fenstern, den müsste man nicht mehr aufrechterhalten. Aber das tun wir jetzt sehr gerne mit den Kohlhofers und dem Hammerfensterl-Rap. Ja, mein junger Mann. Sommer riecht so schön nach Heu und das Leben geht viel zu schnell vorbei. So, der Sepp und der Sepp, der Sonne fehlt, doch er weiß genau, was er Dirndl will. So ein gestandenes Mannsbild, so wie er, der hat mit die Weibsleit kein Malheur. Weil der Sepp dazu noch jodeln kann, kommt er überall gut an. Und es lacht mir
Ein blasses Mädel aus der Stadt hat schon fast keine Freude am Leben gehabt. Doch der Sepp hat ihr nur ein Bussel gegeben und jetzt will's 100 Jahre noch leben. Und dann hat sie gesagt, so eine Nacht mit dir ist das reinste Lebenselixier. Und ich pfeif auf jede Frischzellenkur, ich verlass mich auf Natur. Und wenn's Nacht wird, sieht der Sepp den Kammerfinsternis. Sie freuen sich immer wieder drauf, so ein Hammerfinsterle. Sie können besser als der Sepp. Jede Waschung, die er weitergibt, der Hammerfinsterle. In den Bergen geht's immer lustig zu, rund um die Uhr. Jeder Tag ist ein Wahnsinn, aber die Nächte sind das Höchste. Und wenn's Nacht wird, sieht der Sepp den Kammerfinsterle. Und die Kinder machen's Fenster auf, sie freuen sich immer wieder drauf. So ein Kammerfinsterle, sie können besser als der Sepp. Jede Woche schon wieder weiter. Der Kammerfinsterle, jede Waschung, die er weitergibt, der Kammerfinsterle. Es gibt so viele Dinge, die wir unseren Müttern sagen wollen. Und manchmal ist es schon sehr schwer, seine Gefühle in Worte umzusetzen. Vielleicht ist das genau der Grund, weshalb es seit Jahrzehnten so viele Lieder gibt, in denen die Mutter besungen wird. Die Mütter, die kommen halt nie aus der Mode, auch nicht bei Uschi Bauer mit ihrem neuesten Lied. Ein Mutterherz soll niemals weinen. Wusste nicht, wo ich stets war.
Geschichte eines gewöhnlichen Mannes in einer außergewöhnlichen Rolle. Gott segne Amerika! Er kriegt den Job seines Lebens. So, dann wollen wir mal zurück an die Arbeit. Wow. Zieht in das Haus seiner Träume. Ja, Mr. President. Nichts, gute Nacht. Und findet die Frau seines Herzens. Lieb ich gefälligst. Kevin Klein und Sigourney Weaver in Dave ab 29.07. im Kino. Haben Sie es bequem? Oh, ich kann nicht klagen. Ist Ihr Sitz in der Höhe verstellbar? Nö. Hat Ihr Auto eine individuelle Heizungsregulierung? Eine was? Na, kann sich Ihr Beifahrer eine andere Temperatur einstellen als Sie? Nein. Haben Sie dann wenigstens genügend Platz für 5 Personen? Also hören Sie mal, der Wagen hat knapp 40.000 Mark gekostet. Da kann man sowas nicht verlangen. Nicht? Nein. Entspannen Sie sich. Ab 40.825 Mark. Die C-Klasse. Der neue kleine Mercedes. Das Herz hört mit. Die goldene Hitparade der Volksmusik. Lieder voller Frohsinn und Gemütlichkeit. Die neuesten Hits von Gitti und Erika, Heimatduo, Truckstop und vielen anderen. Die goldene Hitparade der Volksmusik Nummer 7. Jetzt als Doppel-CD und Doppel-MC überall im Schallplattenhandel. Und jetzt sollten Sie sich gut stärken, denn in den nächsten 10 Minuten, da heißt es bei uns, durchhalten. Wir servieren Ihnen ein musikalisches Menü mit 3 Gängen. Es geht da Hit auf Hit, Schlag auf Schlag. Und die Vorspeise, naja, das sind 2 sehr zarte Herzbuben. Alles begann vor 5 Jahren mit Herzelein für die Wildecker Herzbuben. Letztes Glas mit alten Freunden, die geht allein nach Haus. In den Straßen, in den Gassen gehen langsam die Lichter aus. Ich sehe auf einmal im Mond gleich zweimal, das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liebst bestimmt noch wach. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst ein, so kann nur ein Engel sein. Da ist schon der Bahnhof und das alte Wirtshaus, sie geht noch einmal rein. Ich glaub, ich könnt noch ein Glas vertragen. AG, ich lass es sein. Alles bewegt sich, der Kirchturm erdreht sich, es hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch mal. Doch ich sag ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht der Wein und schuld war doch nur. Sicher Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Wie Hauptsache ist, du kommst ein, so kann nur ein Engel sein. Und schau mal, Herzelein, ich könnt irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt sein. Oder sogar in der kleinen Kneipe unserer Straße. Ich werd immer wieder zu dir zurückkommen. Und weißt, was ich sagen will? Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst sicher, Spatzelein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur ein ganz lieb, Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schon war doch nur der Wein. Und du sagst sicher,
Dankeschön. Den Rildecker Herzbuben, Herzilein. Ja, und das war unsere kleine Vorspeise für Sie. Aber ich sagte ja schon, bei uns jagt ein Schmankerl das nächste. Und wir kommen jetzt zum Hauptgang. Und da handelt es sich schon um einen kulinarischen Ohrenschmaus. Seit knapp 50 Jahren sowas. Das Lied ist natürlich weltbekannt. Das Kufsteiner Lied. Wer könnte es besser servieren als Maria und Margot Hellwig? Kennst du die Perle im schönen Tirol? Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Gipfel. Ja, das ist Kufstein am grünen Gipfel. Ja, holleri, hollerei, hul ja. Holleri, hollerei, hul ja. Holleri, hollerei, hul ja. Wahrscheinlich ahnen Sie jetzt schon, was wir Ihnen zum Dessert kredenzen. Ein Lied hat da vor 5 Jahren einen wahren volkstümlichen Boom ausgelöst. Und zwar so stark, dass sogar die Rundfunk- und Fernsehredakteure, die bis dato volkstümliche Klänge mit spitzen Fingern angefasst hatten, nicht mehr drum herum kamen. Das Duo, das dadurch über Nacht populär wurde, hieß das Nachbarduo. Und es geht um Patrona Bavaria. Ich hab einmal eine Nacht, oh Gott, das hat mich nicht
nach wollen. Per Telefon, per Brief von ihr, ein anderer hat mir's gestohlen. Da bin ich nachts am Waldesrand, was kleine Kirchen steht. Maria heul, so hab ich gesagt, du weißt, wie es weitergeht. So schnell verflogen, so wie der Schnee im März. Drum leid, wenn sie mal Sorgen hat, verliert's nicht gleich den Mut. Schickt eure Sorgen zum Himmel auf, denn dann wird alles gut. Und wenn das jetzt kein Anblick ist, die Stars der volkstümlichen Musik zusammen, Nabtal-Duo kommt auch noch dazu. Wir haben nämlich jetzt was ganz Besonderes vor. Es geht nicht nur um volkstümliche Musik, sondern ihr habt euch ausgedacht, ihr möchtet ein echtes Volkslied zusammen singen. Maria, das war eure Idee? Ja, weil ich habe ja schon als Fünfjährige mit meiner Mutter im Bauerntheater zusammen Volkslieder singen dürfen. Und meine Mutter, die hat einen riesigen Liederschatz gehabt. Und da ist eines Tages der Kim Pauli, der berühmte Volksliedersänger, gekommen und hat von meiner Mutter einige Lieder aufgenommen. Und die gibt es jetzt in seinem Liederbuch. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass meine Mutter da drin steht, die Maria Neumeier. Ihr habt die Volkslieder, und das ist ja das Besondere dran, das Eigentliche, das Echte am Volkslied, es wird immer von Generation zu Generation weitergegeben. Es drückt die Freude der Menschen an ihren Liedern aus. So war das bei dir und so ist es bei der Margot gewesen, so wird es auch weiterhin bleiben. Ich habe die Lieder von der Mami und von der Großmutter gelernt, aber damals hat man keine so große Unterscheidung gemacht zwischen echter Volksmusik und volkstümlicher Musik. Wir haben halt einfach gesungen, was uns gefallen hat. Und wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, das deutsche Volkslied zu pflegen, gell? Damit wir das nicht vergessen. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Freuen Sie sich auf Maria und Margot Hellwig, auf die Wildecker Herzbuben und auf das Nabtal-Duo. Ich wusste auch,
Schönsten Inseln in der Nordsee, ja, das ist Helgoland. Helgoland hat schon viele Dichter inspiriert, zum Beispiel Hoffmann von Fallersleben, der dort den Text zur deutschen Nationalhymne geschrieben hat. Und wir wollen Ihnen heute ein neueres Lied über diese Insel vorstellen. Es beschreibt auf sehr liebevolle Weise die Schönheit von Helgoland. Und es heißt ganz einfach nur Insel roter Felsen im Meer. Und wir begrüßen Peter Schmiedl. Schlägt schnell, wenn ich an dich denk. Helgoland, Gottes Geschenk. Insel, rote Felsen im Meer. Insel, du, ich mag dich sehr.
Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1928, in die Hochzeit der Berliner Theaterkultur. Und wer in Berliner Theaterkreisen seinerzeit mitreden wollte, ja, das war ganz klar, der musste dort in Berlin die Nacht zum Tag machen. Und das tat auch einer der namhaftesten Operettenkomponisten unserer Zeit, Fred Raimond. Von ihm stammt der Schlager des Jahres 1928 in einer kleinen Konditorei. Wir begrüßen Marion und Wolfgang Thomasius. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Wenn unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, wenn man ein Liebesbild in seinem Herzen trägt, dann meidet meist man all den Lärm, den lauten Trubel, das Licht, die jubelnde Welt. Die liebt man dann nicht und ist das Herz vor lauter Liebessehnsucht krank, sucht es im Dunkeln sich still eine Bank. Denn in der Dämmerung scheint, sitzt man hübsch einsam zu zweit in einem Eckchen, glücklich allein. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich verstehe. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Der Frühling kommt, der Sommer geht, die Jahre fliehen. Die alte Liebe ist vorbei und lang dahin. Du trägst die Sorgen dieser Welt, dein Herz ist träge und leer. Die Jugend von heute verstehst du nicht mehr, dann kommst du eines Tages in die Stadt zurück, wo du verließest die Jugend, das Glück. Das ist schon lange vorbei, noch steht die Konditorei, da trittst du ein und denkst dir dabei. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das symmetrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Haben Sie schon Ihr neues Lieblings-Hostsee entdeckt? Ist es die da, die mit dem Apfel drin? Oder die da, mit dem Multivitamin? Oder die da, mit dem Calcium? Hey, das ist doch neu von Hostsee. Apfel Naturtrüb, Multivitamin und Orange mit Calcium. Hostsee, reich an natürlichem Vitamin C. Für den Mann neu erschaffen. Wilkinson Protector Metall. So scharf, dass er hinter Gitter muss. Die Nassrasur in ihrer edelsten Form. Protector Metall. Neu und nur von Wilkinson. Mann. Payne ist aber ganz sicher ein homosexueller Name. So wie auch Daryl, Wade, Tommy, Peter und Dennis. Thema Frau. Sie nennt ihr wahres Alter in ihrem Führerschein? Ja, doch, Größe, Gewicht, einfach alles. Oh, sie ist nicht nur alt, sie ist auch noch dumm. Sugar Bakers, Montag bis Donnerstag, 18.30 Uhr in Sat.1. Sollte eine Person eine andere Person nackt sehen, dann muss die Person auch sofort geheiratet werden. Das war schon immer meine Meinung. Liebe, kein Thema.
Freuen Sie sich jetzt auf einen deutschen Welterfolg. Ein Lied made in Germany ging um die ganze Welt. Es war in Amerika und in England die Nummer 1. Der englische Titel lautete My Melody of Love. Aber den deutschen Titel, den deutschen Originaltitel, den kennen Sie viel besser. Der hieß nämlich Herzen haben keine Fenster. Und es war der Beginn der Karriere von Elfi Graf. Große Worte machen, wie gut sie sich verstehen. Der Himmel wird versprochen, doch alles wird zerbrochen, dann beim Auseinandergehen. Seit über 150 Jahren bewegt eine Frage die Herzen aller Kinder, nämlich immer dann, wenn es Zeit ist, zu Bett zu gehen, immer dann, wenn es Zeit ist für ein Gute-Nacht-Lied. Und die Frage lautet, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Vielleicht ist es ganz gut, dass es niemand so recht weiß. Hier ist die kleine Isabella. Weit in über alle Welt, Gott der Herr.
Dankeschön unserer kleinen Isabella. Isabella, ich weiß, das haben Sie alle schon längst in Ihr Herz geschlossen. Ja, liebe Zuschauer an dieser Stelle, Sie wissen das, Sie können wie immer Ihr Lieblingslied aus der heutigen Sendung wählen für unser großes Wunschkonzert. Sie schreiben dazu einfach nur eine Postkarte an Sat.1, Kennwort, die goldene Hitparade der Volksmusik, Martin-Luther-Straße 1 in 10777 Berlin. Für heute möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen, nämlich auf unser Musikprogramm, auf unsere schönsten Melodien aus der goldenen Hitparade der Volksmusik auf Doppel-CD und Doppel-Musikkassette. Jetzt sagen wir alle zusammen auf Wiedersehen. Heute waren dabei in der goldenen Hitparade der Volksmusik die Musikkapelle Finkenberg aus dem Zillertal, die Kohlhofers, Uschi Bauer, und jetzt heißt es, zusammen auf Wiedersehen zu sagen in unserem großen Finale mit Gotthilf Fischer. Ich freue mich schon sehr auf Sie in der nächsten goldenen Hitparade der Volksmusik. Alles Schöne, eine gute Woche. Bis dann. Servus.